So, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Heute mit einer guten und mit einer schlechten Nachricht. Aber der Titel heißt, ich brauche eure Hilfe, meine Grafikkarte ist wieder hinüber. Bevor ich auf das eigentliche Thema eingehe, möchte ich euch mal so ein bisschen den Verlauf eigentlich erklären. Ob ich jetzt eine neue habe oder nicht oder wie auch immer. Wie gesagt, die Sachen erfahrt ihr alle im Laufe des Videos. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch dran zu bleiben. Also, fangen wir an. Ich habe meine Grafikkarte, meine 1080 Ti, vor ungefähr, lass mich überlegen, 6 Wochen eingeschickt. Und die meinten dann auf einmal so zu mir, als ich vor 3 Wochen angerufen habe, ja, sie wissen nicht, wo die Karte ist. Es macht eine externe Firma und sie geben es nur in Auftrag, aber sie wissen nicht, wo sie ist. Sie haben eine Anfrage gestellt. Ja, habe ich gewartet. Kann ja mal vorkommen, auch wenn es ein bisschen lang ist. Dann habe ich vor 2 Wochen angerufen, also eine Woche gewartet. Wissen es wieder nicht. Dann habe ich 2 Wochen gewartet. Dann habe ich letzte Woche angerufen und dann ist mir der Kragen geplatzt. Dann habe ich gesagt, schauen Sie mal. Entweder ich kriege jetzt eine Grafikkarte oder ich gehe zu ihrem Vorgesetzten. Ich brauche das Ding nächste Woche, egal wie. Also quasi in Anführungszeichen. Ich will nicht noch länger warten. Ich hab denen schon 2 Chancen gegeben und ich glaube beim 3. Mal hat man Anrecht auf einen Ersatz, wenn die nicht hinterherkommen, irgendwie sowas. Zumindest ist es in der Schweiz, so wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann gewartet und die hat dann gesagt, ja, da wo ich wohne, gibt es noch 2, ob ich eine möchte und ja, dann habe ich hier die bekommen, also es ist genau die gleiche hier, die GeForce GTX 1080 Ti mit 3 Jahren limitierter Garantie, die Asus Strix Gaming. Jetzt habe ich aber ein Problem, die Karte macht immer noch Probleme und jetzt möchte ich mal ganz kurz umschalten auf meinen Desktop, so. Und zwar habe ich hier Specky, will ich sagen, Spacey offen. Mein Mainboard ist das Asus P8Z68 VLX mit dem LGA 1155 Chipsatz. So, jetzt habe ich aber ein folgendes Problem. Wenn ich mir jetzt hier die CPU-Leistung anschaue, dann könnt ihr hier ganz deutlich sehen, da ist nichts am Überlasten. Er ist auch nicht am Runtertakten, das ist es ja, ne? Also wenn die wirklich überlastet wäre, wäre er am Runtertakten, ne? Ist er nicht. Geschwindigkeit 3,4 GHz. Standard, ne? Tut sich ja automatisch übertakten. Ich glaube auf 3,8 oder 3,9, irgendwie sowas. Und auch im Gerätemanager sehe ich die Grafikkarte. Bitcoin Mine kann ich mit der Karte auch wunderbar. Funktioniert auch bestens, ja? Die macht auch ein bisschen was am Tag, das geht. Aber sobald ich wieder ein Spiel spiele oder nur OBS starte, ruckelt das mit 5 bis 10 Bildern. Und ich bin mir langsam echt zum Überlegen, ob es nicht das Mainboard sein könnte. Oder vielleicht sogar die Festplatte. Es sind so Überlegungen, die ich mir mache, wo ich euch eure Hilfe brauche. Was meint ihr? Was könnte es noch sein? Geld für einen neuen Computer, eigentlich wollte ich das sparen für eine neue CPU. Wahrscheinlich die Coffee Lake i7 8700K mit 6 Threads und 12, mit 6 Kernen und 12 Threads rum. Eigentlich wollte ich mir die kaufen, plus ein neues Mainboard, aber kostet auch wieder Geld. Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass mein Mainboard einfach schon ein bisschen älter ist. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber es kann sein. Deswegen wäre es halt wirklich toll, wenn einer von euch mir vielleicht noch sagen könnte, was könnte es liegen. Weil ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Ich habe auch keine Ahnung, was ich noch machen könnte sonst. Ich habe alles schon Erdenkliche versucht, gemacht, getan. Ich kriege es nicht zum Laufen. Und das ärgert mich, weil ich mich gefreut habe, so gefreut habe, endlich wieder zu spielen. Und euch LS17 zu zeigen, Train Simulator zu zeigen, kann ich aber nicht. Das Einzige, was ich wirklich mir überlegt habe, ist, die Karte zurückzugeben und eine ATI-Karte mir zuzulegen, weil das Board ist ausgelegt für ATI-Karten. Aber ich glaube, daran kann es auch nicht liegen, es würde mich wundern. Aber mit der ATI-Karte hatte ich nie Probleme. Da lief immer alles ohne Probleme. Und das ist halt ein Problem. Und wenn es wirklich das Mainboard ist, dann muss ich mir halt ein neues Mainboard zulegen.
Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Mich würde mal interessieren, was eure Meinung dazu ist und ob ihr da irgendwie noch vielleicht Ideen habt, was es noch sein könnte. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz schnell die Settings zeigen, hier bei OBS, damit ihr auch mal kurz sehen könnt, wie ich es eingestellt habe. Ihr merkt auch jetzt hier schon, das ruckelt einfach. Wenn ich auf Ausgabe klicke, dann habe ich das Ganze auf den NVNCH264 Codec eingestellt, also auf die Grafikkarte, und da bekomme ich maximal 10 bis 15 Bilder rein, also irgendwas kann da nicht stimmen. Bei Aufnahme habe ich jetzt hier den Codec von meinem Prozessor genommen, weshalb er auch, wenn ich jetzt hier nochmal kurz die Taskmanager aufmache, weshalb er hier auch ein klein wenig, ja, ein bisschen über 20% ist, sonst wäre er bei etwa 10-15%, beziehungsweise, nee, 5 bis 10% etwa. Ja, dann auf Restpuffer, Audio, Aufnahme, vielleicht seht ihr noch irgendwas, dann hier noch. Also es muss, also es, ja, ich kann es mir wirklich sonst nicht erklären, weil die ATI-Karte, die ich hatte, die ging. Sonst überlege ich mir wirklich, wieder eine ATI-Karte reinzuknallen, obwohl die vielleicht von der Leistung nicht so ist wie jetzt in 80 Ti. Aber es kann es nicht sein, dass meine Karte nicht funktionieren will. Es ist halt, ich finde es einfach ein bisschen lästig, weil gerade wenn es um sowas geht, finde ich es blöd. Ich habe mich so auf Spielen gefreut, euch auch wieder neue Sachen zu zeigen. Auch mal vielleicht so eine Talkrunde vielleicht noch zu machen, wenn ich spiele, irgendwie sowas. Und das kann ich natürlich jetzt nicht mehr. Das ist natürlich ärgerlich für mich, weil ich wirklich Bock drauf habe, aber ich krieg's sonst nicht hin, leider. Und deswegen wäre ich halt wirklich sehr, sehr froh, wenn jemand, ja, vielleicht noch eine Idee hätte, was das liegen könnte. Und da wäre ich wirklich froh, wenn mir vielleicht jemand da noch helfen könnte. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und auch danke für jede Unterstützung. Und tschüss.